Ganz Frankreich wartet auf den Sondergesandten von Jogi Löw. Dafür wurden die Sicherheitsstandards noch einmal verschärft. Eine Hundertschaft aus Deutschland hat den Sonderzug begleitet. Wir haben bereits ab Frankfurt begleitet und aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit Frankreich dürfen wir bis nach Paris begleiten, damit es keine Unterbrechung gibt während dieser Fahrt. Da kommt er. So, wir beide sind angereist extra, um unsere Mannschaft heute zu unterstützen. Jogi hat uns angerufen. Wie siehst du jetzt die Chance gegen Polen? Wir haben ja gesehen, die letzten Spiele oder die ersten Spiele in der Gruppenphase waren einige Ergebnisse dabei, die man nicht so erwartet hat. Aber wir sind stark genug, die Mannschaft hat fußballisch enormes Potenzial. Also von daher freuen wir uns auf ein schönes Spiel. Wir kennen uns ja noch aus deiner früheren Tätigkeit. Meinst du, ich hätte eine Chance, vielleicht mal Stadionsprecher bei den großen Buben zu werden? Du bist ja schon Stadionsprecher bei den großen Buben, warum nicht? Die Qualität hast du auf jeden Fall. Ja, aber bei der Nationalmannschaft, weißt du? Ja, hast du, wenn Jogi Löw anruft, kannst du mal fragen. Du, ja, der hat mich nämlich angerufen. Okay. Du, ich wünsche dir viel Spaß, gell? Viel Spaß, einen schönen Aufenthalt, ne? Ja, das sagen die Frauen auch immer über mich. Ein Traum. Der Jogi Löw hat mich angerufen, weil der Podolski hat ja in seinem Interview gestern ihn so ein bisschen auf besondere Warmmachen angesprochen. Also 80% der Männer würden sich so warm machen. Und da war der Jogi ein bisschen sauer und hat jetzt mich angerufen und hat gesagt, hey, kannst du nicht kommen und kannst Maskottchen von uns machen? Ja, ich weiß noch nicht. Also ich würde das natürlich gerne machen, ist ja keine Frage. Aber, hallo, grüß euch. Aber ich würde das natürlich gerne machen. Aber das Problem ist, ich mache das nur, wenn ich im 05er Trikot spielen darf. Ich habe natürlich meine Utensilien schon mitgebracht. Und zwar das Wichtigste, hat der Jogi auch zu mir gesagt, hey Klaus, bring das Wichtigste mit. Hier, das sind meine Stollen für die Schuhe. Ja. So, und wenn es hart auf hart kommt, natürlich die Kapitänsbinde. Also ich bin jetzt mal gespannt. In Paris ist schön was los. Also der Bahnhof ist ein bisschen größer wie in Mainz. Aber ihr werdet noch oft von mir hören. Und mein Kamerateam ist jetzt auch schon da. Und wir sind natürlich saugut drauf. Ja? Und wir machen uns jetzt mal langsam warm in Paris. Also, tschö mit euch, tschüss mit uns und ciao mit au.